So, wie viel habe ich jetzt noch? Mir fehlen noch. Ja, krass. Okay. Ja, nice. War doch gar nicht so unerfolgreich. So, Figur beim Maroden Tempel. Gehen wir mal hier hin. Also jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, was wir machen können. Also ich glaube, wir haben alle Sidequests erstmal fortgeführt. Der kleine Zwerg, den sollte man demnächst in der Ashina-Burg finden. Und was Besseres fällt mir tatsächlich gerade nicht ein, als hier hinzugehen. Ja, versuchen wir nochmal die einzelnen Punkte wieder zu erobern und schauen uns mal um, was hier so passiert ist. So viel Geld haben wir denn? Gar nicht so viel. Kommt drauf an, was hast du denn so? Ja, das können wir noch machen. Ansonsten Maskenfragment 5000, die können wir uns kaufen. Und ich weiß immer noch nicht, wo wir das dritte herbekommen. Und jetzt gerade möchte ich... Ja, gerade möchte ich nicht so viel dafür ausgeben. So. Oh. Ich will eine Ablösung haben. Wo ist deine Ablösung? Komm, wir schleichen uns mal hier an. Hoffen wir nicht, dass die Hunde das nicht mitkriegen. Scheiße. Was habe ich falsch gemacht? Schaffen wir uns mal hier einen Überblick. Wir können ja mal erstmal hier in diesem Bereich wieder zurückkehren. Gucken, ob es da noch was gibt. Und dann schauen wir uns Stück für Stück die Aschnerburg an. Was ist denn der? Wer ist denn das da oben? Also hier auf dem Weg meine ich. Das ist da irgend so ein. Was ist denn hier los? Was ist das für ein roter Dude? Und was war das? War das ein Mikiri? Keine Ahnung. 686 gibt er auf jeden Fall. Und Magnetitschrott. Ich hätte fast Megaschrott gesagt. Megaschrott ist natürlich auch was. Was ist mit dem los? Shinobi, sie sind im Graben. Was für Shinobi? Ich bin ein Shinobi. Aber ich hab keine Freunde. Hier, in dem Spiel. Da unten ist was. Shinobi hier unten im Graben. Ja gut, sollten wir uns mal umschauen. Was haben wir hier noch? Okay, die üblichen Verdächtigen. Nichts Neues eigentlich. Die graben da immer noch rum. Die Tür sieht noch zu aus. Also, wo wir das natürlich mal ausprobieren könnten.
Okay, da können wir lang. Aber lass uns erstmal hier dieses Feuer wieder. Ich sag mal Feuer. Okay, mal die Tür. Ah, die Tür ist auf. Okay. Dann können wir so fängen. Wow. Dude. Yes! Sechstes Level. Nice! Dann können wir auf jeden Fall demnächst mal ein paar Fähigkeitspunkte einsetzen. Hier scheint es gut. Hier wollte ich aber nicht hin. Wow. Guck mal, wer da oben steht. Das ist bestimmt einer von diesen Shinobis. So, das aktivieren wir auch nochmal. Das war die große Frage. Kommt man denn wieder raus, wenn man hier einmal drin war? Ja, eigentlich wollte ich jetzt gerade gar nicht gemacht haben. Aber wo wir schon mal schwimmen können, können wir hier mal abtauchen. Wow. Yeah, nice. Okay. Okay. Ja, dann sind wir wieder hier an der... Sind wir einmal durchgeschwommen, alles klar. Fair enough, hier wollte ich mal noch nicht hin. Ich wollte ja tatsächlich hier gerade mal lang, also hier hin. So, die haben noch keinen neuen Dialog. Komm her. Weil hier scheint auch nichts Neues zu sein, ehrlich gesagt. Aber hier war noch eine Wasserpfütze, die ich mir gerne mal anschauen wollte. Also, ne, der Brunnen. Woher kommt? Guck mal, das Setup der Gegner ist nach wie vor exakt das gleiche. Da hinten ist auch nichts Neues. Hier scheint echt nichts Neues zu sein. Dann gehen wir hier lang. Oh, der Brunnen ist okay. Mhm. Ah, lass mal runtergehen hier. Ist natürlich die Frage, kann man den vielleicht von unten aufmachen? Hier kann man halt schwimmen und da wollte ich mal gucken, wo man hinkommt, wenn man hier schwimmt. Nirgendwo. Es ist totaler Fake. Das ist sehr, sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Verlassenes Verlies. Na toll. Den kennen wir, den Ort. Ich muss sagen, da habe ich mir jetzt ein bisschen was Cooleres erhofft. Aber wir könnten vielleicht doch mal auf die Fähigkeitenliste gucken. Komm, lass mal gucken. Wir haben 6 Punkte. Was können wir machen? Ashina. Doppelmoppel. Oder
das hier. Was ich gerne machen würde, ich würde gerne eine der Fähigkeiten komplettieren. Und hier ginge noch was mit dem Nachtschwalbenhieb. Nutze ich aber eigentlich nie. Dann lass uns mal hier lang gehen. Dann brauchen wir nochmal zwei weitere, um den zu vervollständigen. Wenn wir das haben, können wir nochmal zum... Können wir nochmal zum Ishin gehen. Beziehungsweise zum Tengu. Okay. Hier sind wieder alle Gegner da. Dann können wir den Doppelmoppel aber auch ausrüsten. Nice. Ich glaube, der ist eigentlich recht hilfreich. Ich benutze ihn einfach zu selten. So, Ascheneburg. Hier hätten wir eine Möglichkeit, das Ding zu infiltrieren. Hat er uns gerade gesehen? Eine Möglichkeit, das zu infiltrieren. Oh, Hilfe. Das war der Shinobi Suplex. Der sieht, der kommt bestimmt von gleich oben runtergesprungen. Öl. Eindringlinge. Da oben liegt noch Loot auf dem Dach. Wer hat das gesagt? Haha. Nice. Ah, die geben echt gut die Punkte. Na, das wollte ich nicht, aber nicht so schlimm. So, ich wollte nämlich gucken, wer da was hier... Oh Gott. Kommt der hier raus patrouilliert? Oh Gott. Very nice. Hat der gepennt? Kann wohl nicht wahr sein. Oh Gott. Er schon wieder. Kann man nicht öffnen. Guck mal hier, wen wir da haben. Wieder so einen Bekloppten. Oh Gott. Aber wir wissen ja, wie wir hier reinkommen. Da müssen wir erstmal... Naja. Eieieiei. Ansonsten... Ist hier irgendwas Neues? Stehen immer noch dieselben Dudes rum. Aber nicht ganz. Die sind ja noch schwächer. Da ist ja noch nicht mal so einer von den Lanzenträgern dabei. Wir waren doch vorhin nur Lanzenträger. Der Fächer ist geil. Muss man schon sagen. Also da kann man halt die Gegner mit... Aber jetzt lassen wir hier von so einem Milchbrötchen hier den Rang abnehmen. Was ist denn hier los, ey? Okay,
Grandios ist jetzt auch was anderes. Aber der Loot verteilt sich hier neu. Okay. Öl. Schwarze Schießpulver. Okay. Aha, aha. Ja, muss man also mal ein bisschen neu evaluieren hier die Gegend. Irgendwer mag jedenfalls die Nachtschwalben nicht. Ah, guck mal, was sind denn das da für rote Hütchen? Ich sehe drei Stück über meinem Kopf. Hier einer und hier sind noch zwei. Vielleicht können wir uns ja an die ranschleichen. Ich bin aber dafür, das einzelne Hütchen da hinten zuerst... Oh Gott, da ist... Oh nein, oh nein, oh nein. Der hat uns gesehen. Kommt er rüber? Ich würde gerne von... Ah! Doch, Moment. Ich würde gerne von hier aus da irgendwie... Da oben... Was noch? Da war doch gerade... Da. Da war doch gerade ein grüner Punkt. Oh Mann. Ich will da hoch. Wie geht das denn? Kann nicht sein. Muss irgendwie gehen hier. Ah, Mann! Von da aus sieht er mich doch. Scheiße. Okay, da habe ich jetzt Glück gehabt. Ich glaube, die sind eigentlich ziemlich stark. Wow, nein, 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 tu es nicht! Ah, Scheiße. Nein! Jetzt bin ich an ihm vorbeigelaufen. Nice. Hier sind zwei, die schauen sich gegenseitig an. Das ist natürlich... auch ziemlich schwierig. Warte mal, ich weiß, welche Fähigkeit uns fehlt. Die Fähigkeit, Shinobi-Fähigkeiten, Prothesenteile in der Luft zu benutzen. Welche Richtung guckt der denn? Shit. Wow. Ich glaube, die holen wir uns, bevor wir die anderen Shinobi-Fähigkeiten perfektionieren. Das heißt, beim nächsten Bonfire holen wir uns die Fähigkeit Magnetitschrott. Alles klar. So, ja, dann, wenn wir schon mal dabei sind, es gibt ja eh nur diesen einen Weg, den wir entgehen können. Guckt ja mal in unsere Richtung, ne? Doch, guck da. Na, komm mal her. Okay.
Boah, das war Mikiri. Das war Mikiri. Okay, das funktioniert bei dem nicht so gut. Scheiße. Okay. Oh geil, wir haben noch einen weiteren Fähigkeitspunkt. Okay, hier kann man tatsächlich ein klein bisschen leveln. Puh, also Vorsicht ist geboten. Wo stehen die denn überall? Okay. Deine hat uns schon gesehen. Kommt der rüber? Also da sind auf jeden Fall welche. Runter. Okay. Hier konnte man so lang. Lass uns mal fallen. Und versuchen hier mal so ein bisschen. Ich hoffe, wir werden nicht gesehen, wenn wir jetzt den hier machen. Natürlich werden wir gesehen. Von wem denn? Da. Weg hier, oh Gott, der Nächste hat uns gesehen. Au. Dankeschön. Oh Gott. Okay, die haben uns richtig einen auf die Schnauze gegeben. Aber so richtig. Ja, komm. Flug parieren haben wir. Flugkampfkunst. Warte mal kurz. Prothesenkünste. Flugprothesenmodul. Komm, den. Das da. Das wollen wir haben. Genau. So. Jetzt kann ich leider. Das ist jetzt der beste Punkt, den wir haben. Der beste Ausgangspunkt. Was ja eigentlich sehr dürftig ist. Okay, naja gut, da müssen wir uns jetzt irgendwie anderweitig ranschleichen. Wie haben wir das eben gemacht? Das ging doch eigentlich ganz gut. So, den konnten wir wunderbar mitnehmen, damit der uns nicht in den Rücken fällt. Nehmen wir den mal gerade so mit. Sehr gut. So, dann kam hier einer raus. Den haben wir gelyncht. Das hat auch ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. So. Dann haben wir uns hier die Klinge genommen. Den hier gemacht. Und dann den hier. Und
Das hat jetzt irgendwie gerade mal gar nicht so wirklich gut funktioniert. Wow, 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 Alter. Sie sind ein bisschen aggressiv. Mann, warum... Oh. Dabei mussten wir hier gar nicht lang. Haben jetzt aber zwei... Ach, das war unnötig, ja. Mal zwei von den Teilen verbraucht! Drei von den Teilen, ey, scheiße. Wir kommen jetzt an dem da vorbei. Ah, hier. Noch besser. Wo ist er denn? Wo ist er? Oh. Cut. Mann, warum, Das klappt bei denen nicht. Es klappt einfach nicht bei denen. Wo ist dieser scheiß Köter? Mann! Weg hier, weg hier, weg hier! Oh, das war Mikiri. Mann! Jawoll! Oh Mann, Alter! Alter, dieser Scheißköter, ey! Okay, er muss es einen besseren Weg geben, um an dem vorbeizukommen. Und hier auch. Also hier werden wir von irgendwem hier gesehen. Von den beiden. Scheiße. So, da ist noch einer von denen. Komm, den holen wir, den pullen wir auch noch. Und dann können wir auf dem Dach noch ein, zwei vielleicht doch noch von hinten erledigen. Das funktioniert nicht bei denen. Mann. Ach, hier oben ging es auch noch.